Sein Lieblingsplatz ist der Garten, umgeben von rund 650 verschiedenen Strauch- und Staudenpfingstrosen. Michael Mieli ist der Pfingstrosenkönig aus Buchkirchen. Er beschäftigt sich mit der Zucht und Pflege der Pflanzen seit über 25 Jahren. Gestartet hat das Ganze Anfang der 80er oder Mitte der 80er Jahre. Da habe ich in der Stadtgärtnerei Vöcklabruck gearbeitet und da haben wir die neuesten amerikanischen Züchtungen gekriegt und dann war ich infiziert. Seit 20 Jahren wächst also diese Sammlung. Irgendwann wurde dann der Platz zu klein. Er sucht ein Grundstück. Dann habe ich vom Schwiegervater da ein bisschen einen Grund gekriegt und dann habe ich zum Aussetzen angefangen. Es sind ca. um die 650 Sorten ausgesetzt da. Also das werden sicher 10.000 Pflanzen sein, was da mal anstehen. Es gibt drei verschiedene Arten eigentlich. Also es gibt die Strauchpfingstrosen, das sind die Pfingstrosen, die was Äste machen, die was verholzen. Dann gibt es eine neue Gruppe, das sind die Intersektionellen. Das ist eine Kreuzung zwischen der normalen Staudenpfingstrose und der Strauchpfingstrose. Die Pfingstrose gedeiht im Garten, aber auch auf Terrasse und Balkon. Für einen Balkon ist es halt so, soll man es mindestens in einen 10-Liter-Kübel setzen, aber unbedingt lehmige Erde dazu mischen, halbe Mischung, weil nur in einer Dorferden wachsen sie eigentlich nicht gut. Und im Garten ist es so, also sie wachsen eigentlich auf jedem Boden, auch bei uns am Lehmboden, halten jede Trockenheit aus. Also was eigentlich nicht mögen die Pfingstrosen, ist ein feuchter Boden. Sammler pilgern weit her, um seltene Sorten in ihrer Blüte zu erleben. Manche Pfingstrosen wechseln auch die Farbe. Das ist die Sorte Gerhilde, das ist von unserer Züchtung. Die Blüte in echt ist natürlich noch viel größer als wie im Topf. Und die verändert sich von hellrosa Weiß in Gelbtöne. In chinesischen Gärten wachsen Pfingstrosen seit über 4000 Jahren. Als kaiserliches Symbol wurden die Blumen im ganzen Land verbreitet. Die Chinesen haben sie sogar zu ihrer Nationalblume ernannt. Und auch die Europäer haben schnell ihr Potenzial entdeckt. Durch Züchtung entstand aus der chinesischen Pfingstrose die Edelpfingstrose. Ist die Pfingstrose verblüht, abschneiden, dann entstehen neue Knospen.